Die Bremer Bürgerschaft macht ernst und hat das umstrittene Gesetz zur Übernahme von Kosten bei Polizeieinsätzen rund um Fußballspiele verabschiedet. Künftig bittet das Land Bremen die Deutsche Fußballliga zur Kasse, wenn bei Polizeieinsätzen bei Risikospielen Mehrkosten entstehen. Bremen hat sich dafür entschieden, dass wir die Mehrkosten bei Risikospielen der DFL in Rechnung stellen. Das heißt, es bleibt dabei, dass bei normalen Spielen, wo 100 bis 120 Beamte im Einsatz sind, keine Kosten entstehen. Dass wir aber der Meinung sind, da wo dann 500, 1000 und mehr Beamte in den Einsatz gehen, dass wir diese Kosten nicht der Allgemeinheit in Rechnung stellen, sondern der DFL. Die Reaktionen aus der Fußballliga sind eindeutig. Klaus Filbri, Clubchef von Werder Bremen, kritisierte den Beschluss heftig. Wir glauben, es ist der falsche Weg. Es ist ein Umverteilungsweg, er löst die Probleme nicht. Ich glaube, dass der 10-Punkte-Plan mit den zwei Schwerpunkten Gewaltprävention, täterorientierte Aufklärung, die von uns ja auch sehr vorbildlich umgesetzt wurden, der richtige Weg ist. Liga-Präsident Reinhard Rauball kündigte umgehend juristische Schritte an, sobald Zahlungsaufforderungen bei der DFL eingehen. Ich halte es für Augenwischerei, was dort passiert, denn wir werden mit Sicherheit einen entsprechenden Bescheid, Zahlungsbescheid juristisch angreifen. Wir werden den Rechtsweg beschreiten und wir sind verpflichtet, dann natürlich Werder Bremen entsprechend Kosten in Rechnung zu stellen, sodass unterm Strich Werder Bremen natürlich hier auch wirtschaftlich der Geschädigte ist. Erstmals soll das neue Gesetz bei der Partie Werder Bremen gegen Hannover 96 am 13. Dezember greifen. Dann würden geschätzt 250.000 Euro an Zusatzkosten entstehen und der DFL in Rechnung gestellt werden.